Hey Leute, willkommen zurück zu Bloodborne. Beim letzten Mal sind wir hier in das Waisenhaus gegangen und haben uns mit dem himmlischen Gesandten angelegt. An sich ein total Pillepalle-Boss. Ich habe mich nur irgendwie in die Ecke drängen lassen. Nee, ich glaube, der ist echt ein First Try gewesen. Oder wäre einer gewesen. Ne. Da kommen diese komischen Pilzwackelköpfe wieder. Hallo. Mein Freund. Man muss ihn halt nur direkt am Anfang erwischen, dann ist es, glaube ich, recht easy. Dann kann ich dem richtig eine reinfetzen. Ich kann ja nichts benutzen. Ich kann den Jägerknochen benutzen. Ja, moin. Himmlischer Gesandter, dann kann ich mich schneller wegrollen. Au. So, da ist er, der Gesandte, oder? Nee. Du bist der Gesandte. Ja, ist er auch. Guck mal, wie einfach das geht. Einfach wegmetzeln. Oh, außer vielleicht, ich stehe zu nah dran. Nein. Was macht er denn? Was? Warum werde ich denn so weggeschubst von ihm? Ja, was sind die hier? Der himmlische Gesandte, Penner. So, der wirbelt die ganze Zeit mit den Armen, das trifft mich. Ah ja, cool. Das ist cool. Komm her. Hallo, mein Kumpel. Von dir. Und dein Kumpels. Kommunion. Nee, das war jetzt echt nicht so wild. Himmlischer Gesandte, eine Trophäe erhalten. Und da ist eine Lampe aufgetaucht. Ja, das war jetzt echt schlecht von mir, also wirklich. Den hätte ich dann viel früher. Viel früher. Oh, 4 Blutviolen mehr. Das ist vielleicht ganz praktisch. Aber ich habe eh nie das Maximum, von daher weiß ich nicht, ob das so viel bringt. Boah, so ein Tolpefeld. Was ist das Doppelfeld? Verweigernde Köhige ist verbreitet. So. Gut, wir gehen mal weiter. Kann ich die. Ne, das ist keine Tür, das ist ein Fenster. Okidoki. Noch mehr Schwabbelfischer. Mit der Razor Köpfe, du. Ich weiß gar nicht, was das darstellen sollte. Aber die haben wir ja bereits im Schlangenwald getroffen. Hä? Das kann es doch nicht gewesen sein hier, oder? Ich sag ja, ich wurde ja gespoilert und weiß, wie viele Bosse hier eigentlich kommen sollten, aber... Hui. Oder vielleicht geht's hier unten auch rein. Nee, da geht's nicht rein. Der himmlische Gesandte. Das war aber nicht wirklich himmlisch, das Vieh. Das war nicht himmlisch, das war scheiße. Nein, ich will doch nicht zurück. Ach, guck mal an. Ich kann das Fenster einschlagen. Ja, sowas. Würde ich das jetzt selbst noch rausgefunden haben, hätte ich mir was anhören dürfen, du. Oh, was? Hört sich an wie ein wütendes Kind da unten. Ich hau jetzt mal irgendwas kaputt, weil ich es kann und stampfe den Fuß auf. Ein Ruf ins Jenseits. Eins der geheimen Rituale des Chors. Vor langer Zeit erreichte die Heilende Kirche mit Hilfe von Trugbildern eine hohe Finsternisebene, konnte die äußeren Ebenen des Kosmos aber nicht kontaktieren. Das Ritual hatte sein ursprüngliches Ziel nicht erreicht, es schuf aber einen kleinen, explodierenden Stern, nun mächtiger Teil des Chorarsenals. Manchmal bringen Fehler die Entdeckungen hervor. Okay. Ein Ruf ins Jenseits. Ich brauche wahrscheinlich wieder irgendwas, um das zu aktivieren, richtig? Richtig? Oh, hi. Oh, da ist wieder so ein Flabbelvieh. Die sind ein bisschen gefährlicher. Die können irgendwelche fiesen Zauber. Oder die haben einfach irgendwas aktiviert an ihren Fühlern da, was?
das war der Hebel, ne? Ja, der Aufzug ist ja bei mir, da muss es ja auch nicht funktionieren. Ist hier noch was vielleicht? Oh, dieses ganz leise Gefiedel, hört ihr das? Oh, es ist so super. So diese, das macht so eine unterschwellige Spannungsatmosphäre. Also man kriegt das gar nicht mit, aber irgendwie bin ich die ganze Zeit total angespannt. Das macht den guten Soundtrack aus. Also die haben es wirklich drauf, die Leute hier von From. Die Komponisten. Das ist richtig drauf. Oh Gott. Noch ein Boss, ja? Au. Wahnsinn. Oh Gott. Ich hab nichts. Oh doch, ich hab was. Oh, es geht schon wieder runter. Puh. Die haben mich nur einmal geschlagen und der Wahnsinn steigt sofort. Gut, dass ich den Wahnsinn rausgenommen habe, die Resistenz. Ne? Voll gut. Ich glaube, das brauche ich aber vielleicht auch. Was ist das da vorne? Was ist das? Altar der Verzweiflung. Warte, Leute, das gibt doch bestimmt jetzt einen Bossfight wieder mal, ne? Sowas wie Seath. Sieht aus wie Seath. Oder es ist vielleicht auch kein Boss, sondern ein NPC, mit dem ich reden kann. Das fände ich sogar ziemlich knorke, muss ich sagen. Hallo. Bäh. Ich glaube, es ist ein Bossfight. Ich muss ihn nur schlagen. Aber wenigstens werde ich durch das Wasser hier nicht verlangsamt. Oh Gott. Oh, ich wünschte, ich hätte den Gesandten im letzten Part schon besiegt. Weil dann könnte ich jetzt hier das als neuen Part machen, weil ich mag es nicht, wenn ich in einem Part zwei Bossfights habe. Das ist nicht so geil, ehrlich gesagt. Oh oh. Du magst das nicht, richtig? Ebrietas, Tochter des Kosmos. Oh Gott. Das ist, wird ja immer hübscher, das Spiel. Oh, ein Schädel bringt wohl mehr. Oh, aber ich sehe gerade nichts. Hallo? Ich sehe nichts, hallo? Oh ja, das war gut. Das war gut. Oh cool, aber ich muss den Kopf treffen, das macht auf jeden Fall mehr Schaden. Oh super. Komm. Oh, ist sie hübsch? Ich mag deine grünen Augen, mein Schatz. Aha. Nein, nein, nein. Okay. Oh ja. Hau mich mit deinen Tentakeln, da stehe ich voll drauf, weißt du? Okay, also ich glaube, man kann sie nicht parryen, oder? Nein, 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 einmal bitte, nur einmal. Hier gehen die Blutfiolen aus, ich sehe das schon. Oh, jetzt macht sie bestimmt was Fieses. Ja, komm. Bäh. Madame, du bist ekelhaft. Nein, 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 bleib doch unten, Mensch. Bleib doch mal unten. Wow. Ja, hau zu jetzt. Oh Mann, ich bin zu langsam. Komm. War gut. Oh, komm schon. Eingeweide. Oh, oh. Ja, jetzt platzt sie gleich. Oh Gott, was? Oh, was? Gut. Gut.
Gott! Okay. Oh, jetzt wird sie aggressiv. Shit. Krass. Lustig, die gute Frau. Sollte ich vielleicht mal was anderes testen? Oh. Ich meine, Arkan oder sowas? Ich probiere mal die leere Trughülle. Trugbildhülle. So. Testen wir mal. Ebrietas. Boah. Lustig. Hallo. So. Na? Einmal hochkommen, bitte. Ich glaube, ich rufe den dann gleich wieder zurück, den Aufzug, weil wenn ich nochmal sterben sollte, dann kann ich mir den Weg nämlich schon mal sparen, dass ich jedes Mal die Kette ziehen. Also da liegt den Schalter, ne? Oh, ne, ne, ne. Ihr lasst mich mal bitte. Arkan. Doof. Was habe ich denn noch? Feuerpapier werde ich doch mal. Ne, Blitzpapier eher, oder? Ich brauche aber ganz schön lang, bis sie was macht. Oh. Nein. Wow. Der Arkan ist nicht so toll. Ja, das war auch nicht toll. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Lebensenergie regenerieren, aber du lässt mich da nicht. Zille. Oh nein. Ah. Oh. Was? War doch weg. Ich sehe gerade nichts, ist geil. Bisch geil ist das. Oh. Oh, Wahnsinn. Ihr Blut gibt mir Wahnsinn. Oh, das wäre geil. Jawoll. Ja, dahin bitte, Schätzchen. Oh nein. Das war zu langsam. Noch mehr Blut. Komm schon. Oh ne. Schätzchen. Oh, jetzt machst du dir einen Mist, oder? Au. Jetzt was gebracht, weil ich draufgeschlagen habe, während sie... Nein. Okay, sie dreht immer noch am Rad. Feuerpapier, vielleicht. Oh Gott. Na was? Was trifft mich denn da eben? Schätzelein, oh Gott. Und nicht schon wieder das, bitte. Okay, das macht sie dann dreimal, dann ist gut, ne? Das ist auch. Oh, nee. Ach so, ich bin tot. Okay, sie ist heftig. Cool, ich habe nicht mehr volle Fiolen. Seht ihr, das meine ich. Ich muss halt immer wieder farmen, aber ich versuche es jetzt noch einmal. Hoppala. Falsche Richtung. Ich muss es halt irgendwie hinkriegen, sie da zu parieren. Ich weiß noch nicht ganz, wie das funktioniert hat. Du warst das letztes Mal, oder? Du wolltest mich da ärgern. Boah, nee, Leute. Das ist jetzt schwierig bei dem Boss. Ich weiß halt nicht genau, wie ich auf sie zugehen soll. Wahrscheinlich mit einem Strauß Blumen oder so. Gibt ja Frauen, die mögen sowas. Oh.
hatte ich dich eben nicht mehr anvisiert? Das war der Mechanismus, ja. Schade, schade, schade. Wie kriege ich das Vieh klein? Mit Feuerpapier war nicht so gut. Vielleicht doch nochmal mit Arkan? Mal gucken. Und Rinder. Meine Blutechos holen, wenn es geht. Wo sind die jetzt? Blutechos, wo seid ihr? Da. Wie hat mich das getroffen? Ich war schon weg, ja. Ach so, sie hat da noch mehr. Ah, das schwingt noch nach bei ihr. Ihr Tentakel. Kommst du mal, Schätzchen. Ich glaube, ich muss reinspringen in die Attacke, oder? Oh Gott, bin ich tot? Nein, ich lebe noch. Ich brauche hier viel zu viel Heilung gegen die Alte. Ich glaube, man muss reinspringen, die Attacke. Au. Das meine ich. Viel zu viel Heilung. Sie trifft mich einmal und das zieht mir fast alles ab. Shit. Das wird doch nichts. Das wird nichts, Leute. Kannst du es mal benutzen? Ja, nein. Komm, Ebrietas. Schätzchen. Ich war weg. Eindeutig war ich weg. Eine Zippe. Ich wach mal auf. Tschüss. So. Zurück in den Traum des Jägers. Ich brauche unbedingt Blutviolen. Geht so nicht, Leute. Außerdem. Willkommen daheim, was für. Nun gut. Lass ich kann, glaube ich, keine kanalisieren. Nee, das reicht nicht. Das weg. Lass meine Hand los. So, ich werde mir nämlich erstmal Blutviolen kaufen. Oh Gott, das kostet so viel. Scheibenkleister, du. Ja komm, dann hole ich mir halt alle. Ich weiß, das ist jetzt voll dumm, weil ich die auch farmen könnte, aber ich bin gerade ein bisschen faul. So, und da werde ich mir noch ein paar Dinger einstimmen. Weil ich brauche jetzt die Resistenzen gar nicht gegen... Sieh, weg da. Weg, weg, weg. So, was nehme ich denn erstmal hier? Mehr Echos. Max Ausdauer, ne. 15, wow. 4 Fiolen erstmal. Wahnsinnsresistenz. Gesundheits. Ne, Gesamtschaden. Weiß nicht, ob das so viel bringt, die 4%. Und die Ausdauer nehmen wir noch. Mal gucken, ob es was taugt. So, einen Versuch mache ich noch. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann ist halt Pech, ne? Mache ich das ein andermal weiter. Lichtbrunnengarten, was das? Lichtbrunnengärten? Ich schätze mal ja. Warum habe ich nicht mehr Fiolen dabei, bitte? Ich dachte, ich nehme automatisch dann alle mit. Was mache ich da? Ich laufe schon wieder falsch. Warum laufe ich hier jedes Mal in die Richtung? Ich glaube, das Schwert ist ja echt die beste Wahl, oder?
Ich habe keine Ahnung, aber irgendwas wird wohl gegen sie noch ganz nützlich sein. Ich versuch's nochmal mit Arkan. Wahrscheinlich ist das auch nicht schlecht. Aber das Schwert macht schon eine Menge Damage eigentlich. Oh, ist ja schon da. Warum lasst ihr eigentlich nichts fallen hier, fiesen kleinen Kerle? Ich verstehe das nicht. So. Durch. Durch. Einfach durch. Macht die mir einfach Wahnsinnsschaden. Ich pack's ja nicht. Und ich könnte auch die Dolche verwenden, aber ich glaube, man kommt halt immer sehr schlecht an ihren Kopf daran. Ja, den hässlichen Kopf von dir, Ebrietas. Das bringt mich schneller Schlage. Komm. Komm. Achso. Macht sie wieder solche lustigen Späße hier mit mir. In den Korb. Das macht sie so unvermittelt schnell irgendwie, ne? Ich sollte auch nicht so viel heilen, sondern mehr zuhauen, glaube ich. Schon wieder das. Achso, ja, das meine ich. Sie ist eigentlich schon sehr schnell dafür, dass sie so ein gutes Flammelvieh ist. Ja, da wollte ich nochmal treffen. Warte. Ach, schon wieder nicht. Geht das, du bist doch eine Sau. Da wollte ich gerade heilen, dann machst du wieder so eine Kacke. Ich bin tot. Okay, Leute, ich lasse es für dieses Mal, glaube ich, gut sein. Heute ist kein guter Tag mehr, um Bloodborne zu spielen. Auf jeden Fall, ja, ich hoffe, euch macht es trotzdem weiter Spaß. Ihr lasst mir Liebe da und schaltet ein zu Bloodborne.